Tag, willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um Nvidia RTX, aber nicht für die Grafik bzw. von Grafikkarten, sondern quasi RTX für eure Stimme. Denn mit RTX Voice hat Nvidia eine neue Beta rausgebracht, die bei Mikrofonen bzw. Inputs, Audio-Inputs und auch Audio-Outputs Hintergrundgeräusche eliminieren soll. Das heißt quasi Active Noise Cancelling für jedes Headset. Und das Ganze funktioniert, indem die Applikation die Fähigkeiten einer Nvidia RTX-Karte nutzt, um eben diese Störgeräusche herauszufiltern. Wir wollen heute mal sehen, wie genau das funktioniert, beziehungsweise ob das funktioniert und wie gut das funktioniert. Weil es gibt da ja schon von anderen Entwicklern Softwarelösungen, die aber ja, nicht immer ganz optimal umgesetzt sind. Zuerst mal, was braucht ihr dazu? Naja, also ihr braucht als erstes mal eine Karte mit RTX, das heißt entweder eine RTX 2060 oder höher. Das heißt, die muss RTX-Cores oder RT-Cores haben, damit diese Features genutzt werden können. Und auch nur so könnt ihr das Programm verwenden. Dazu müsst ihr eine Anwendung verwenden, die auch das unterstützt. Auf der Nvidia-Seite gibt es dazu eine Supportliste, da sind alle Anwendungen aufgelistet. Und die wichtigsten, wie zum Beispiel Discord oder OBS zum Streamen, werden auch darin unterstützt. Und ja, man kann sagen, das Wichtigste, was man eigentlich braucht, kann man damit nutzen. Natürlich ist das jetzt noch in der Beta-Phase, das heißt, im späteren Zeitraum werden dann noch Anwendungen nachgereicht. Aber das ist jetzt erstmal so weit, dass man das ein bisschen ausprobieren kann. Gefällt's oder ist es nicht so toll? Natürlich, ja, auch nicht nur beim Anwendungssupport, sondern auch beim Feature selber wird es mit Sicherheit später noch ein paar Verbesserungen geben. Das ist jetzt auch noch nicht perfekt, aber es funktioniert. Ja, das Ganze haben wir in zwei Szenarien getestet. Wir haben einmal eine Gaming-Session nachgestellt, das heißt mit einer Gaming-Tastatur wie dieser hier. Allerdings mit Clicky-Schaltern, das heißt in diesem Fall Kale Blue. Die sind relativ laut und können auch oft stören, wenn ihr zum Beispiel im Chat oder im Voice-Chat mit euren Freunden seid. Und dann hört man das doch teilweise schon relativ deutlich. Und hier soll eben das Tool Abhilfe schaffen und eure Teamkollegen sollen euch besser verstehen können. Ich spiele euch mal die Vergleichswerte ein zwischen unserem günstigen Headset. Das ist ein Plantronics Gamecom 388. Das gibt es schon länger nicht mehr. Ist aber damals für um die 20 Euro erhältlich gewesen. Ist also nichts Besonderes. Von daher können wir hier vergleichen zwischen einem wirklich günstigen Headset und einem etwas besseren Headset. Das ist ein Sennheiser PC 360. Ist jetzt auch schon was älter, aber ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie aktuelle Sennheiser-Headsets von der Mikrofonqualität oder auch andere gute Headsets. Also ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Clips und ich hoffe mal, ihr könnt einen Unterschied raushören. Das ist ein Test mit einem Sennheiser PC 360 Headset und ausgeschalteten Nvidia RTX Voice. Das Ganze mit Hintergrundgeräuschen einer Tastatur mit Blue Switches, das heißt Clicky. Das ist ein Test mit einem Sennheiser PC 360 Headset und aktiviertem Nvidia RTX Voice. Hintergrundgeräusche stammen von einer Tastatur mit Blue Switches. Das ist ein Test mit einem Plantronics Gamecom 388 und deaktiviertem RTX Voice. Die Hintergrundgeräusche stammen von einer Tastatur mit Blue Switches. Das ist ein Test mit einem Plantronics Gamecom 388 und aktiviertem Nvidia RTX Voice. Die Hintergrundgeräusche stammen von einer Tastatur mit Blue Switches. Ja, bei der Tastatur habt ihr natürlich einen deutlichen Unterschied gehört. Also bei aktiviertem RTX Voice habt ihr fast gar keine Geräusche mehr. Nur kurz bevor oder kurz nachdem man spricht, beziehungsweise während man spricht, in den Sprechpausen, hört man immer ganz kurz eben das Klackern von der Tastatur, weil es eben noch nicht so genau das rausfiltern kann, dass das komplett eliminiert wird. Es ist aber schon sehr nah dran, vor allem, weil man eben merkt, auch kurz vor dem Satzanfang oder kurz vor dem Satzende funktioniert das ganz gut. Natürlich muss man hier in Kauf nehmen, dass es hier eine gewisse Latenz gibt. Also die Latenz ist zwar nicht besonders hoch, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden. Deswegen ist es minimal. Ich denke aber kaum, dass es irgendwen stören wird.
Das zweite Szenario haben wir uns ausgedacht, das ist quasi eine Baustelle, ist zwar eher unrealistisch, aber wenn ihr zum Beispiel das Fenster offen habt, es ist Sommer, es ist heiß und ich weiß nicht, am Nachbarhaus wird gerade gebaut oder was auch immer, dann haben wir mal Baustellenlärm eingespielt und haben versucht, das unterdrücken zu lassen von RTX Voice. Das hat relativ gut funktioniert. Hier war es etwas einfacher für das Tool, denn die Geräusche vom Presslufthammer, die wir eingespielt haben, waren etwas gleichmäßiger, das heißt rhythmischer. Somit ist es für die Filterung, fällt es der Filterung einfacher, die Geräusche rauszufiltern. Also bei rhythmischen Geräuschen, die in einem speziellen Takt arbeiten, ist es viel einfacher als bei Geräuschen, wie wenn man jetzt auf einer Tastatur tippt oder zum Beispiel mit WASD gerade am Zocken ist und da quasi immer seine Position verändert. Denn das ist nicht wirklich in einem Rhythmus, sondern geschieht immer quasi random. Das ist ein Test mit einem Sennheiser PC 360 und deaktiviertem NVIDIA RTX Voice und Hintergrundgeräuschen. Das ist ein Test mit einem Sennheiser PC 360 und aktiviertem NVIDIA RTX Voice mit Hintergrundgeräuschen. Das ist ein Test mit einem Plantronics Gamecom 388 und deaktiviertem RTX Voice und Hintergrundgeräuschen. Das ist ein Test mit einem Plantronics Gamecom 388 und aktiviertem RTX Voice mit Hintergrundgeräuschen. Von daher kann man sagen, für sowas, also Hintergrundlärm, ist das eigentlich ganz gut verwendbar. Die Frage ist halt, wann funktioniert das wirklich, beziehungsweise wann habt ihr oft gleichmäßigen Lärm. Das heißt, es ist ähnlich wie bei Active Noise Cancelling. Das verwendet ja Mikrofone, die am Headset platziert sind, um quasi die Geräuschwellen in ein Negativ aus der Ohrmuschel zu projizieren. Das funktioniert aber auch nur, wenn diese relativ rhythmisch sind. Natürlich funktioniert es hier besser, wenn sie nicht rhythmisch sind, denn das ist eben eine Software, ein Filter, der nachher drüber gelegt wird. Deswegen auch die Latenz und deswegen kann das hier deutlich besser agieren als zum Beispiel Active Noise Cancelling, ist also da ein Vorteil. Aber wie gesagt, Active Noise Cancelling kann da besser sein, wenn es durchgängige Geräusche sind oder eben rhythmische Geräusche. Man schaut sich zum Beispiel mal ein Flugzeug an, das können Active Noise Cancelling Kopfhörer zum Beispiel deutlich besser unterdrücken als zum Beispiel so eine Software, weil die einfach nicht hundertprozentig das rausfiltern kann, was neben der Stimme oder hinter der Stimme ist. Also das ist ein bisschen schwierig, aber im Prinzip, wie gesagt, für so Gaming-Sessions oder damit ihr die Tastatur im Hintergrund nicht hört, ist es wirklich super. Da funktioniert das auch echt gut und ja, prinzipiell ist das Ganze auch relativ einfach einzurichten. Ihr ladet euch die Software runter, aktiviert unten die Unterdrückung und ihr müsst halt in der Anwendung, die ihr benutzt, auch dann die RTX Voice, diesen Input von dem Tool quasi als Input für die Software nutzen, damit das Ganze funktioniert. Und ist eigentlich relativ easy, muss man nicht wirklich viel machen, dauert 2 Minuten, dann ist das Ganze aufgebaut und startbereit. Und ja, ich kann sagen, es funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt ein Feature ist, das, wofür man sich eine RTX-Karte kaufen will. Glaube ich jetzt eher nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein netter Bonus und ein nice to have, wenn man denn schon eine RTX-Karte hat. Schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr das Ganze schon ausprobiert oder wie gefällt es euch denn, wenn ihr es schon ausprobiert habt? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.